Sodala, ich bin wieder in Kiew unterwegs. Spät abends, ich bin schon ein bisschen müde, aber ich will noch ein bisschen hochspielen und dachte mir, komm, jetzt gehen wir noch eine Inni. Hier mit denen war ich gerade eben schon unterwegs, die scheinen alle ganz nett zu sein, haben wir eben einen guten Server gelaufen und jetzt dachte ich mir, komm, machste hier dann nochmal zusätzlich einen Key und ja, jetzt gucken wir mal, was wir so hinkriegen. Was macht er jetzt? Oh nein, die will ich nicht. Dann geht's mir aber nicht auf. Jetzt wird's schwierig. Bin gerade überlegen. Jetzt gehen meine Berechnungen nicht mehr auf. Ich hab gerade vorhin geschrieben, wenn wir nichts adden, dann kriege ich es. Also der Heiler wollte den Pride beim Boss haben, ne? Was ja eigentlich eine gute Idee ist. Aber das Problem, was ich jetzt ein bisschen habe, dass ich jetzt halt Schwierigkeiten dahingehend bekomme, dass ich eigentlich durchgeplant hatte, für den Pride, tatsächlich. Und jetzt haben wir eine Gruppe gepult, die ich nicht geplant hatte. Und jetzt werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Schätze ich mal. Oder ich muss mal gucken. Keine Ahnung, ob das. Ich weiß nicht, ob das ausgeht. Weil hier waren relativ viele. Ich glaube, ich war bei 56% beform Pride. Oh, da muss ich jetzt echt gucken, ob das ausgeht. Ich muss die mal kurz wegkicken. Okay. Die spawnen mir dann den ersten. Müssen wir einen Range-Kick draufhauen. Wir haben keinen. So, jetzt, okay. Habt ihr das gesehen? Ich habe eine Waffen-VZ drauf gemacht. Ich weiß noch nicht, ob es so eine gute Idee war. Und zwar habe ich eine Waffen-VZ drauf gemacht, die mit so einem Damage-Ding proc't. Ne? Das ist einfach so ein Effekt, den haut es nach vorne raus. Und das war das Leader-Teil gerade. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das eine Geschichte ist, wo man sagt, okay, das ist ne, clever, das mitzunehmen. I don't know. Ich wollte es mal ausprobieren, so wie es performt, wie viel Schaden es macht. Meistens, wenn du offensiv gehst, ist bei Tanks so, Sachen, die direkten Schaden procken, sind oft sinniger als Stats. Also nur offensiv meine ich jetzt. Ne? Defensiv ist totaler Käse, brauchen wir nicht drüber reden, aber oh, jetzt habe ich nicht geguckt. Anscheinend war ich beim Paladin da in dem Ding drin. Offensiv ist es so, dass das halt meistens am meisten bringt, weil mir Stats nicht so viel bringen vom Schaden her. Einfach, weil ich als Tank wesentlich weniger Grundschaden mache als TD. Also ein bisschen Tempo oder ein bisschen Versa oder sowas. Da kriege ich jetzt die Aggro gerade nicht mehr. Jetzt muss ich mal gucken. Hat der komplett auf. Okay, jetzt habe ich sie wieder. Das war jetzt blöd. Ich habe den anderen vorhin getauntet. Am Mage haut schon ganz gut raus. Oh, ich sollte vielleicht auch einblenden, was der. Oh boy. Bin ich von einer Void in die andere. Bisschen im Recount rumklicken und dann merken, dass man moven muss. Es ist schon ein bisschen spät, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen müde. Tatsächlich, eigentlich hätte ich schon gar keinen Key mehr machen sollen, aber die Gruppe war jetzt ganz, ganz gut eigentlich und auch ganz nett. Und dann dachte ich mir, komm, gehst du ran und machst noch einen. Kommen, die pullen wir jetzt zusammen. Ich habe nämlich hier für Inka ready. Achso, oh, die will ich nicht adden. Da muss ich gucken. Jetzt hätte ich sie fast geaddet. Die brauche ich auf keinen Fall, weil dann haben wir nämlich zu viele Prozente. Ich weiß eh nicht, ob das noch ausgeht. I don't know. Es könnte halt jetzt eh knäpplich werden. Von ihm muss ich gleich das runternehmen, weil den großen will ich nicht durchzimmern lassen. Muss ich mal gucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hab vorher mein komisches Dungeon-Tool aufgemacht. Oh, ich habe den eh. Da ging jetzt meine Ding drauf.
Das war jetzt nicht gut, ich musste jetzt halt instant runterspringen, weil meine, habt ihr gesehen, die Waffe ist da durchgepackt. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist doch nicht so eine geile Idee mit dieser Waffe. Ich glaube, das ist doch nicht so eine gute Idee. Habt ihr gesehen, die hat jetzt nämlich von da oben, die da unten gepullt, weil der Effekt nicht irgendwie oben drüber ging, sondern anscheinend trotzdem die da unten triggert. Vielleicht nehme ich das doch lieber wieder runter. Vielleicht ist das doch dann, wäre das doch die bessere Idee. Kann ich jetzt aber leider nicht wegnocken, oder? Na, tun wir sie einmal runternehmen. Der Heiler ist recht gut. Also der heilt einiges gegen. Da kann ich echt nicht motzen. Kann ich nicht motzen. 1%. Dann kommt der Pride. Jetzt müssen wir halt gleichzeitig killen. Aber das werden die schon gecheckt haben, hoffe ich. Also hier kriegen wir den Pride und mit Pride Buff können wir eigentlich hier dann... Euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Okay, so stelle ich mich mal so hin. Das müsste passen, oder? Ich habe keine Ahnung, ob das ausgeht. Ich weiß nicht, die müssen wir ja theoretisch nicht machen. Oh, fuck it. Das war... Da habe ich einen gefressen. Ich denke mal, die können wir beide mitmachen. Ich habe jetzt zwar keine Inka ready, aber das wird schon funktionieren. Oder? Ich ziehe jetzt lieber mal eine Wall. Tun wir mal das rentieren. Ich muss jetzt leider das aufbewahren für den hier. Ich wollte sie mir binden, aber ich habe es immer noch nicht gemacht. Ja, jetzt tun wir den runternehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die irgendwie skippen können. Hütet euch. Wir die skippen? Oh, bitte kommen die nicht alle? Also, wenn wir die noch machen... Oh, fuck it. Nein! Das hat mich gekillt. Ich dachte nicht, dass die mich killen. Okay, das ist jetzt ungünstig. Jetzt kick ich sie noch einmal auseinander. Ich bin im Überlegen. Soll ich reinlaufen? Komm, ich laufe. Es geht schneller. Haben die mich echt... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wollte meine CDs sparen für die nächste große Gruppe. Das war jetzt nicht so gut. Ich habe die jetzt nochmal extra rausgekickt. Dass die nicht eventuell irgendeinen Kack machen. Haben mich die echt genatzt. Krass. Aber die müssten genug bringen, dass wir den Pride hier drauf spawnen. Jetzt ist halt blöderweise mein Ding-Buff weg. Ich glaube, die übernehmen den jetzt absichtlich. Oder haben wir überhaupt ein Vent hier? Ich habe gar nicht geguckt, ob wir... Haben wir vorher einen übernommen? Ich muss die wegkicken. Ich glaube, wir haben gar keinen Vent hier, oder? Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Da habe ich halt keinen Dev-CD mehr. Ich habe leider nichts mehr. Soll ich? Na, jetzt habe ich nochmal eine Ding. Fuck it. Komm, ich cast jetzt einfach durch hier. Scheiß drauf. Muss immer auf Nummer sicher gehen. Ein bisschen was beim Boss will ich halt schon auch noch haben. Okay.
Alter, der Parler rockt richtig raus an Damage. Gehen wir einen Ticken weiter vor. Geh ein bisschen in den Raum rein, dann können wir nämlich da vorbeilaufen. Okay. Leider einmal Dingsen hier. Ich muss näher rein. Wollte ein bisschen rausziehen, dass wir da eine kleine Lücke zumindest haben. Wisst ihr, dass wir da durchlaufen können? Das war der Plan. So, ich denke mal, jetzt müssen wir nicht mehr laufen. Haller wollte halt voll rein DPSen. Deswegen bin ich... Aber der, schau mal, der macht fast so viel Schaden wie der Magier. Das ist so krass, was der Heilpaladin hier rausrockt. Also ein bisschen... Ich denke mal, wir müssen nicht mehr laufen, oder? Ah, war das jetzt eine Fehlplanung? Passen. Jetzt haben wir halt ein bisschen wenig Trash, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt halt gar nichts mehr, ne? Ich laufe jetzt gerade ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Das mag ich eigentlich immer nicht so gern. Da will ich dann immer eher so kleine Brötchen backen. Tun wir sie mir nochmal desorientieren. Also jetzt habe ich Inka wieder. Für oben. Ich weiß nicht, sonst habe ich halt hier immer mehr mitgenommen, ne? Ich bin außer Reichweite. Ich glaube, den einen brauchen wir auch noch. Muss mal schauen, was wir dann noch brauchen. Eventuell brauchen wir zwei. Wie viel die bringen? 1, irgendwas. Ja, wir brauchen, ich denke mal, wir brauchen nur Mobs. Reicht, glaube ich, nicht ganz. Ich glaube, den anderen muss ich dann auch noch mitnehmen. Müssen wir den anderen vielleicht auch noch mal hochpullen gleich. Eventuell jetzt durch dann den einmal debuffen. Okay. Ich habe halt sonst immer unten mehr gepullt. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass die vielleicht dann auch den Pride noch zusätzlich haben, ne? Hier bei dem einen Boss. Es gibt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Bringt der 2, bringt der genug? 2,5, ja, der bringt genug. Ja, ja. Komm ran hier. Aber so ist eigentlich ganz gut. Wenn ich die 1 gebe, dann kann ich da den Pride noch holen. Eventuell, warte mal, kann ich den vielleicht ausweichen? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. Was sie auch tut. Zögert das unvermeidlich. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ein bisschen anders würde ich es dann machen. Dann würde ich eher unten noch einen die leichteren Mobs mitnehmen, tatsächlich. Aber habt ihr gesehen, der Palerheiler hat halt in der Spitze 9k beim ersten Boss rausgehauen, das ist schon krass. Infort, Rebellen, Azaum.
der hittet halt relativ hart und ich habe jetzt halt leider nicht sonderlich viel im Moment. Ich muss halt tatsächlich ein bisschen defensiv spielen. Das wusste ich übrigens am Anfang hier auch nicht, dass du mit dem Einschlag die Ads weghauen kannst. Und dann darf ich natürlich als Tank nicht beim Boss stehen bleiben, wo die Ads liegen, sondern muss halt ein bisschen rauslaufen. Ne? Wenn ich dann stehen bleibe, dann hat der DD oder der Heiler, wer es halt abkriegt, die Möglichkeit, wenn dann mich wegzubomben oder halt die Ads nicht zu machen. Und das ist halt kacke. Ne? Deswegen muss ich eigentlich ein bisschen rauslaufen. Man wird ja da auch kurz versteinert. Das ist nicht so gut. Aber diese Ads sind, glaube ich, alle weg jetzt. Also jetzt ist es, glaube ich, egal, oder? Die wurden eh alle weggenatzt. Ich meine, da waren keine mehr. Schauen, dass wir so ein bisschen zumindest zusammenkriegen. Ich tue sie mal alle desorientieren. Ah, die sind jetzt halt schon sehr weit auseinander, ne? Okay, jetzt lauf da mal ein bisschen raus. Naja, alle wirst du nicht kriegen. Ach, schau mal, der Radius ist teilweise ein Ticken weiter. Also eigentlich ist der Boss mit Boss-Buff ein bisschen eklig. Was er halt an Schaden auch macht. Ne, der nächste ist eigentlich Freeload. Beim nächsten kann eigentlich nicht viel passieren. Und der Endboss, der hittet halt hart. Ich habe die Woche schon einen 13er In-Time gemacht hier tatsächlich. Mal gucken. Ich denke mal, das müsste eigentlich auch klappen. Oh, warte mal hier, jetzt kann ich nochmal einen Einschlag. Ich wall jetzt einfach mal. Ist der Kreis jetzt größer, wenn ich den selber habe? Schien mir jetzt irgendwie so. Hier muss ich auf jeden Fall weglaufen. Die hauen mir richtig auf den Sack. Also hier muss ich auf jeden Fall, sobald die groß und böse wären, Typhoon und weg. Jetzt, ich bin ein bisschen zu früh schon weg. Der muss raus. Ich lauf raus. Die hauen mir richtig auf den Sack, die Mobs. Okay, ja, jetzt werden sie groß. Ich kann das runternehmen. Okay, jetzt kann ich wieder ran. Bei denen muss ich richtig aufpassen. Wenn die aggro werden, ne, dann drehen sie durch. Und dann ist Feierabend. Die haben hier schon alle in dem Raum gewartet. Das machen viele Gruppen, dass sie die rausziehen. Weil die hinterlassen so AE-Flächen. Und das ist echt ein bisschen ätzend. Und die spielst du wesentlich leichter in dem Raum. Das wurde mir auch schon mal gesagt. So wollte ich gucken. Also mir ist es eigentlich egal, wenn die Gruppe in den anderen Raum läuft, dann spielst du auch im anderen Raum. Aber hier ist es wesentlich einfacher. Definitiv. Da war jetzt die Inka fast ein bisschen gewastet, muss ich sagen. Aber beim Trash bringt sie halt... Also ich hätte sie lieber bei der anderen Gruppe gehabt, ne? Aber es hilft halt nichts. Sollen wir mal gucken, ob die Typen... Der Endboss bringt, glaube ich, oder der Mob vom Endboss bringt 7%. Bringt der. Mich kotzt es so an, dass er so wenig Schaden macht. Schau mal, der Heiler DPS uns alle aus. Hat einfach nur krass. Was der Heal-Parler raufbrezelt am Anfang, das ist halt übel. Selbst wenn ich, also ne, ich spiele jetzt halt relativ defensiv. Boss-Buff und so, ich muss halt ein bisschen defensiver spielen. Vor allem, ich merke halt auch, klar, der Parler, der DPS halt jetzt da ordentlich. Da geht natürlich ein bisschen was von der Heilung runter, aber ich denke mal, lieber spiele ich defensiv und er brezelt raus, weil auf so viel Schaden komme ich never ever, ne? Ich komme vielleicht auf 2,5 dann, ne, wenn es gut läuft, wenn wir dann ordentlich drauf brezeln. Ich kann ihn eigentlich so ein bisschen an den Dings ranziehen, an den Pillar. Ich sag's euch, ich bin so müde, aber ich dachte mir jetzt, wenn ich mal eine gute Gruppe habe,
mache ich lieber 1-2 M Plus, als dass ich dann wieder solche Gruppen habe, die halt auch, wenn du mal, da hast du so Gruppen, da vibest du dann einmal, wo halt die Leute dann auch teilweise wirklich selber schuld sind, ne? Wo, ne, natürlich, ich spiele jetzt auch nicht perfekt, mach da auch Fehler, brauchen wir nicht drüber reden, aber wo halt Leute wirklich hardcore rein verkackt haben und dann drücken sie selber einen Spruch, obwohl sie es selber verkackt haben und liefen. Und dann denke ich mir, was ist das? Und solche Gruppen habe ich leider relativ oft gehabt, ne? Das ist halt, wenn du dich random durchkämpfst, ist halt immer schwierig. Ah, immer schwierig. Schauen wir mal, vielleicht kann man ja dann noch eine machen. Ich denke mir, die werden wir schon in Time hinkriegen. Jetzt tun wir uns nochmal heilen. Na, da hinten sind so ein paar Mobs, die randalieren. Schauen wir mal, was wir einfangen können. Mit einer Eule und dem Firemage wird es halt interessant, um es nur nett auszudrücken. Ja, okay. Wirklich alle Viecher zu kriegen, wenn die von allen Seiten kommen. Bin hier überlegen, BR oder nicht. Ich weiß nicht, wo die spawnen, ne? Wir haben zu viele Orbs hier. Lieber hast du die BRs beim Endboss dann noch. Ich weiß nicht, ob das noch geht, aber ich hatte ein Ding, wo die erst die Ads gemacht haben und danach den Boss, aber der Boss war jetzt direkt schon aktiv, ne? Also der Boss hat direkt schon den einen im Target gehabt. Ich glaube, die haben hier was geändert, dass die Mobs, dass der Boss quasi hier in Combat geht, sobald du die ersten Ads angreifen, vermute ich jetzt mal. Okay, jetzt krieg ich langsam doch ein bisschen Damage. Die müssen wir dann hochziehen. Okay, die ganzen Kleinen sind da. Dann können wir nämlich... Ach komm, was macht sie da unten jetzt? Dass wir hier den Pride spawnen können. Das ist jetzt mein fünfter Key in der Woche. Also gut, auf 10 werde ich hier nicht hochgehen. Ne? Für Weekly Chest mache ich immer 4. Dann hast du 2 Sachen zur Auswahl. Und gut ist. Ne? Klar, man könnte auch 10 Indies laufen, hat man 3 zur Auswahl. Ich hoffe jetzt halt, ich habe ja noch nicht so viele hohe Sachen. Ne? Also bei mir sind noch relativ viele Sachen Upgrades. Dass ich halt Glück habe. Gut, in der einen Woche haben wir ja, was ihr da mein Opening gesehen habt, haben wir ja ein bisschen verkackt tatsächlich. Da hatte ich ja erst 3 gute Sachen und natürlich habe ich an den beiden Slots, ne, bei 2 möglichen Sachen, die ich hätte kriegen können, bei beiden genau die Slots erwischt. Das war halt richtig Pech. Und zwar auch genau so rum mit dem Item-Level, dass es auch ja nicht gepasst hat. Da habe ich richtig abgekotzt. Da war ich schon kurz davor zu sagen, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach her und kaufe mir im Auktionshaus. Ne, hier noch was. Aber, naja, ich hab's dann doch nicht gemacht. Ich dachte, bitte, also eigentlich, sich so Gear im Auktionshaus zu kaufen, ist eigentlich immer wasted. Nein, das hat instant einen erwischt. Das ist jetzt blöd gelaufen, würde ich sagen. Ach fuck, da muss ich raus. Haben wir den einen mal geretzt. Ah ja, jetzt gehen wir da lieber ein bisschen weg. Das war jetzt halt Pech, wen hat's denn erwischt? War das die Eule, oder? Manchmal ist halt blöd, ne? Ich weiß nicht, ob du es so hundertprozentig sehen kannst, wo es hinfliegt. Hütet euch.
Also gut, da kannst du es, ne? Aber wenn er einfach einen so wegkickt, dann kannst du halt, wenn es blöd läuft, schon komplett drin hängen. Keine Ahnung. Dass der Pala so viel raus DPS, ne? Also ich finde es gut, dass er so viel raus DPS, aber ich müsste das Tank auch so viel raus DPSen können. Okay, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich selber voll heil. Nicht, dass ich, dass ich noch rippe. Zieh mal eine Wall. Okay, mal Eigenheilung. Explore. Ah, schade. Das wäre vielleicht fast... Ah, okay, schau mal, hab doch noch erwischt. Dachte, es schon rum hier. Schade, ich hab gedacht... Ah, fast hätten wir noch Dings geschafft, ne? Naja, gut, wir sind eine Minute drüber, über zwei Chests. Eine Minute drüber. Ach so, ich kann... Ach, mit der Bob kann ich nicht looten. Ah, wieder nichts gekriegt. Wop, wop, wop. Kann ich davon was gebrauchen? Nee. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Sturz. Nochmal. Die Ini kenne ich ja mittlerweile schon. So, okay. Für die Ini war es das aber.